Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost of a Tale mit Thilo der Maus. Grüß dich. Hi. Und dem Explorer. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen das Verlies erkundet, was wir da neu entdeckt haben. Und haben dann jetzt durch mehrfaches Sterben entdeckt, dass man hier das Tor öffnen konnte. Der verbraucht aber ganz schön schnell die Kerzen. Haben wir bis jetzt gar keine gebraucht. Tools, ups. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Brauchen auf jeden Fall irgendwie Öl, um auch unsere Laterne mal. Gold, aber sonst nichts. Dafür die ganze Arbeit. Kinder, ist ehrlich. Muss doch irgendwas sein. Was ist das hier, ein Haufen Kacke oder was? Sind. Aber es hat uns jetzt auch nicht weitergebracht. Oder zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht müssen wir später nochmal wieder hier hinkommen. Womit ich aber jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt bin, was wir jetzt machen sollen. Das Würmchen. Lauf, 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 Tilo, lauf! Aua! Weg! Ja, guckst du, wa? Ja, also hier unten war nichts. Da unten konnten wir nur den Hebel machen. Oder können wir da durchlaufen? Kommt da noch mehr? Ich würde sagen, damit wir das nicht alles nochmal machen müssen, speichern wir jetzt noch einmal kurz ab und laufen da einfach mal durch. Dann sehen wir ja, ob da noch irgendwas kommt bzw. passiert. Wir haben ja jetzt nur nach dem Hebel uns orientiert, aber ob da weiter hinten durch noch irgendwas kommt, haben wir jetzt natürlich nicht gesehen. Das sieht essenstechnisch sieht's gut aus, okay. Was? Aber wir können hier nicht durchlaufen, das ist das Problem. Was die Pilze, die das machen? Essen. Können die Pilze kaputt machen? Was? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich kann im Wasser nicht laufen. Hier ist nichts. Wir können die Pilze aufheben. Doch, hier ist noch was. Da sind wir erstmal safe. Need a source of light. Ist das wieder. Das ist ja. Metallring? Metallring. Okay. Wie war das der Link? Einer war unten. Beide unten. Tut sich nichts. Lass uns mal eben in die Beschreibung gucken. Links, links. Links. Links.
Also links, links ist es schon mal nicht. Unten links. Komisches Geräusch gemacht. Jetzt macht er. Jetzt warte mal, jetzt bin ich ein bisschen. Wie sieht die Abbildung aus? Ach, ich Idiot. Ring nach oben, Ring nach rechts. War wirklich zu blöd. Ich bin doch ein Hammel, ist das denn hier? Oh. Bin doch so ein Hammel. Wir das Rätsel oben auch lösen können. Kerzen, Kerzen. Also kommen rein, aber erstmal zu Öl. Nein. Liebische kleine Maus. Kann ich nehmen. Liebische kleine Maus. Wir schauen uns erstmal um. Der ist ja beschäftigt. Rain. Käse. Käse. Lade geht nicht. Das ist hier nichts. Das Öl. Erstmal einen kurzen Pipi machen. Nein, natürlich nicht. Macht ne Junge. Hier noch weiter. Schon wieder ein Stuhl. Warum ist hier ein Stuhl? Warum ist hier ein Hebel? Ein Stuhlhebel. Lass mich raten, an den Hebel kommen wir. So. Okay, der Hebel fährt uns wohl hoch. Dann ja, werden wir erstmal mit dem Kollegen reden. Ein Stuhl. Ein Sideboard. Deswegen ein Stuhl. Der ist so süß. Ups, tapst da vor sich hin. Sideboard, da ist das Sideboard. Und zack. Flasche. Gut, dann wollen wir mal. Wo bist du gewesen? Ich warte hier schon seit Stunden. Meinst du mich? Ja, der Master hat mir erzählt, dass du gegen Abend kommst. Habe schon gedacht, die Leafs hätten dir was angetan. Egal, du bist jetzt hier. Full set of limbs, I suppose you do. Ich hoffe, du hast. Lass unsere Arbeit beginnen. If you need me to do, why should I help you? Forgive me, but I should go. Was soll ich machen? Da
Okay, wir sollen die Pilze sammeln unten. Need protect you. Wir brauchen sie, um dich vor die Miasma zu schützen. Bist du alles bei? Wiederholen, was ich sage. Die Miasma, dein Next. Noxion-Spure. Okay. Wir müssen Pilze sammeln. Eieieiei. Aufpassen gegen den Würm, die hier, ne? Wie dümpelt der denn rum? Hören doch, da kommt er. Der hier rum? Er schwimmt vorbei, ne? Urins. Kommen denn hier überhaupt noch von den Pilzen? Urins. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite von dem. Ah, kommt eins zum anderen. Ja, wisst ihr was? Wenn wir hier sind, dann ab dafür und dann gehen wir nochmal zu der einen Zelle, jetzt, wo ich weiß, wie man die Ringe benutzt. Bäs, also wenn ich mein Video jetzt sehe, voll der fette Dislike, Explorer, die Idiot. Ich auf die Beschreibung, dann weiß auch, wie die Ringe funzen. Nee, nee. Ups. Nein. Lauf. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So. Los geht's. Nächster Kollege. Jetzt wieder leise sein. Der schläft. Hier war die Zelle, meine ich, ne? Das war nicht, aber die da unten. Schwumms. Essen wird immer wichtiger. So, da war der Stuhl. Ja, so eine Maus, die weiß sich immer zu helfen. Gut, dann gucken wir nochmal eben. Die haben wir eben benutzt, dann wird die ja nicht richtig sein. Na, Kollege. Nach rechts oben, nach links oben. Nach rechts oben. Einmal noch. So. Und nach links oben. Ja, Eberheimer. So, die Quest. Was haben wir denn noch gekriegt? Wir können beim Smitty jetzt den Hammer abgeben. Die Quest haben wir beendet. Wir haben jetzt zwei Teile gekriegt, ne? Tools. Klaus war es nicht. Bücher waren es nicht. Misk. Bolus Last Hammer. Lost Hammer. Master Key to the Jail. Okay. Ja, prima. Prima. Schade, dass wir das nicht öffnen können. Noch nicht öffnen können. Dann düsen wir mal zurück. Scheiße. Wackelt.
Bucket? Kann man jetzt den Eimer benutzen? Warum? Das ging doch vorher nicht. Kann man denn mit dem Eimer springen? Ne. Das backen wir jetzt hier quasi in der Zelle fest. Einmal können wir. Warum kann er jetzt den Eimer benutzen? Ey, dieses Spiel ist grandios, echt. Können wir es da draufstellen? Also als Stuhl, das heißt, oben muss irgendwas sein. Ja gut, wir halten es mal im Hinterköpfchen. Dass wir da jetzt auf einmal den Eimer bewegen können. Dann müssen wir jetzt die Pilze sammeln. Wieder rausgeflogen und wieder da. So. Okay, jetzt haben wir ja schon viel geschafft. Da wäre es doch ratsam, nochmal abzuspeichern. Oder was denkst du darüber? Ich halte das für eine sehr sinnvolle Entscheidung. Und weiter geht's. Dann müssten wir eigentlich rein theoretisch direkt hier runter, ne? Hallo, war das hier? Nee, wo war's? Drüben. Drüben. Pilze. Kollege. Kommt der jetzt hier hin? Weit schwimmt der jetzt vor? Da kommt er schon. Der ist aggro, wenn er mich sieht. Da war der Gang. Die haben wir schon aufgehoben. Lass doch mal hier hinten gucken. Die haben wir auch schon aufgehoben. Okay. Da schwimmt er. Jetzt müssen wir auch ein bisschen. Blöd, dass wir im Wasser nicht laufen können. Nee, Tilo, schnell, du stirbst. Zwei fehlen noch. Dann werden das wahrscheinlich. Wir gucken mal, hier vorne war ja noch. Warte noch, bis der Fifi von hinten wieder weg ist. Und den aufhören. Den aufgehoben. Lass den doch lieber von ihm. Ja. Was ist denn der jetzt? Ja. Na los. Verschwinde. So. Die haben wir, die haben wir. Wir die schon.
Ja, kann man das öffnen? Nein. Übrigens. Okay, dann müssen wir in dem Vorraum da jetzt noch die zwei Dinger holen, wahrscheinlich. Da war ja dieser Raum, wo wir uns in der letzten Folge noch gefragt haben, warum, welchen Sinn der überhaupt hat. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Reihe offen. Hier unten. Der Raum des Todes. Des Todes. Okay, brauchen aber so ein bisschen Futter, verstehst? Ja, und Tilo? Hat er die genommen? Ja, hat er. Wir haben die Quest beendet. Schön, raus hier. Die Frage ist hier noch irgendwas? Jetzt kommen wir hier rein, ohne zu sterben, ne? War doch hier, mich dünkt, hier war doch was. Sollten wir uns noch ein bisschen umschauen? Vielleicht ist hier noch ein Röschen oder so. Das da sieht doch irgendwie aus, als wenn man da. Achso, das ist. Das von oben. Genau, dann gucken wir mal von oben jetzt. Was wir da machen können. Laterne aus. Kam er da jetzt hin? War das hier durch? Ja, hier sind wir reingekommen. Hier hing das Skelett mit dem roten Pilz. Wo immer der auch gut sein für mag. Ah, das muss man jetzt nochmal neu entdecken. Ah, okay. Ich kann es dir kurz zeigen, das haben wir in der letzten Folge. Oh, da sind wir ja gestorben. Und zwar haben wir hier eine Karte gefunden. Vom Knast. Vom Knastili. So, ich wollte aber erstmal da hoch. Wann das jetzt? Da war die Spinne. Hier kommen wir nicht durch, weil wir nicht schwimmen können. Hier? Nee. Oder war das draußen und. Ach, das war draußen, ne? Wir mussten den Weg zurück. Oh je. Das ist düster. Das ist düster. Aber wie gesagt, hier ist eigentlich nichts, ne? Ich sehe nichts. Also dementsprechend mutmaße ich mal, nö. Hier war ja das. Ja gut, dann gehen wir zurück zu dem Fifi und geben die Quest ab. Wie waren wir nochmal? Wir mussten da hinten durch. Da hinten mussten wir durch. Der andere Hans. Kommt er da gerade angeschossen? Er kommt da gerade angeschossen. Dann machen wir die Laterne aus. Siehst du? Wir sollen noch zwei Pässe finden, ne? Die sind uns ja bis jetzt manchmal ansatzweise unter die Augen gekommen. Oh, schwimm du mal da, ich gehe hier. So, Tilo. Ab dafür. Sehr dunkel hier, ja. So, mein Freund. Faustus. Ja, was ist? Hier, ich hab die Pilze, die du brauchst.
Du bist kein kompletter Idiot. Lass mich überlegen, was ich dir als Bezahlung geben kann. Leather cap with a curious red candle fox. Okay, er braucht uns später wieder. Und er hat uns jetzt einen Kopfteil gegeben mit einer Kerze oben drauf. Aber er hat gesagt, wir sollen es bedacht verwenden. Also denke ich, da wird. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt zurück zu unseren zwei Kollegen da oben. Aufzug hier benutzen, vielleicht bringt er uns ja direkt an den Ort der Begierde. Empty, haben wir die? Empty. Mal gucken wir hier rum, ob hier noch was ist. Urins. So, dann kommen wir hier runter, Kollege. Mal gespannt, wo wir jetzt auskommen. Da ist er. Oh je. Aus. Da schwebt ein Schlüssel. Im Weinkeller. Okay. Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde. So lange wollte ich ja gar nicht. Okay, meine Lieben, dann hätten wir das alles geschafft und ein Riesenstück weiter. Und in der nächsten Folge sehen wir, was hier im Weinkeller noch so auf uns wartet. Auf jeden Fall schon wieder eine schlafende Ratte, so wie es sich anhört. Ich hoffe zumindest, dass sie schläft. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao.